Herzlich willkommen auf Super HD 4, wie ihr sehen könnt, habe ich wieder ein kleines Päckchen, besser gesagt einen Umschlag bekommen. Und den werde ich jetzt einfach mal öffnen und den Inhalt ganz normal auskippen. So, wie ihr sehen könnt, haben wir hier eine Art Schlüssel. Und zwar handelt es sich hierbei um ein kleines Gerät, womit man Videos aufzeichnen kann. Angeblich in 720p. Wie die Videos werden, werde ich euch nachher noch mit in dem Video zeigen. Da könnt ihr euch halt mal selbst ein Bild machen von der Qualität und vom Sound eventuell. So, ja, hier haben wir den Knopf, um das Gerät anzumachen. Hier oben können wir dann drücken, wenn wir ein Bild aufnehmen wollen. Hier ist eine kleine LED hinterlegt, die blinkt, je nachdem, was wir drücken und wie oft sie blinkt, zeigt dann auch an, ob jetzt ein Foto geschossen wird oder ob ihr ein Video aufnehmen werdet in dem Moment. Dann haben wir hier oben die Kamera, der größere Punkt. Und da links neben ist dann direkt das Mikrofon drin verbaut. Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir dann hier noch den USB-Anschluss einmal. Und hier hinten haben wir noch einen Micro-SD-Karten-Slot. Da kann man maximal bis zu 10 GB reintun. Die verwaltet dieses kleine Gerät auch. Sieht auf den ersten Blick sehr ja, ungewöhnlich aus, sage ich jetzt mal, für eine Kamera. Aber auch sehr unaufmerksam, wenn jetzt jemand denkt, er wird, sage ich mal, heimlich gefilmt. Also es ist halt ja, ein schönes kleines Gadget, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, ich blende euch jetzt einfach mal eine Frequenz ein, was das Gerät für Videoaufnahmen macht. Und dann könnt ihr ja im Prinzip euer eigenes Urteil erstmal bilden. Ja, jetzt habt ihr euch mal ein Video anschauen können von diesem kleinen Gerät. Ich persönlich bin davon nicht so überzeugt, da die Auflösung einfach nur interpoliert ist. Dadurch hat man einfach einen erheblichen Qualitätsverlust meiner Ansicht nach und es ist auch irgendwo unvorstellbar, dass das Gerät wirklich in 720p aufnimmt. Ja, als Gadget, klar, natürlich ist es immer lustig sowas. Kann man auch sehr gut Leute, sage ich mal, mit ein bisschen auf die Palme bringen. Oder halt auch einfach mal spontan, sage ich mal, eine Videoaufnahme starten, um halt eventuell einen lustigen Moment festzuhalten. Leider aber, wie gesagt, leidet die Qualität des Videos und auch des Sounds drunter. Ja, also ich persönlich bin von dem Produkt nicht wirklich überzeugt. Für knapp zwischen 10 und 15 Euro bekommt man es auf dem Markt. Das ist einfach meiner Ansicht nach zu teuer. Von daher geht das auch wieder direkt zurück. Ja. Bis dahin, macht's gut und vielleicht konnte ich euch ja weiterhelfen. Ciao!